Der Camping Grubhof, ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltpreis, im schönen Salzburger Land, gelegen im Pinzgauer Salachtal. Der gut organisierte und saubere Platz mit seinen großzügigen Stellplätzen und Nutzflächen zu den Stellplätzen ist eine Top-Adresse unter den Campern. Den ausführlichen Film über den Campingplatz verlinke ich euch hier oben. Ich möchte euch jetzt die schönsten Ausflugsziele in der Nähe dieses Campingplatzes vorstellen. Beginnen wir gleich an der Salach, die direkt am Campingplatz fließt und über deren Brücke man schon mal die Möglichkeit hat, täglich kleine Spaziergänge zu machen oder sportliche Aktivitäten wie Walking, Sprinten, Radfahren oder Mountainbiken. Oder man geht baden oder Boot fahren oder man relaxt einfach am schönen Wildfluss. Los geht's heute mit den E-Bikes. Dort, wo die Kuh läuft, fahren wir gleich mit unseren Rädern. Über unsere Campingplatzbrücke, schön an der Salach entlang und dann zuerst in die Vorderkaserklamm, ca. 8 Kilometer. Zurück gleich nochmal in die Lamprechtshöhle, die am Weg liegt. Und dann nochmal 1,5 Kilometer bis zur Seisenbergklamm. Alle drei Ziele an einem Tag. Die Vorderkaserklamm liegt aufwärts in einem beeindruckenden Tal. Der Weg durch die 400 Meter lange und 80 Meter tiefe Klamm bleibt unvergessen. 12.000 bis 14.000 Jahre waren hier am Werk und prägten den Weg durch den Fels mit dem Gebirgsfluss. Es gibt 41 Holzstege und 35 Stiegen mit 373 Stufen. Danach geht es den Weg durch das Tal zurück. 4,5 Kilometer vorbei an den freundlichen jungen Ochsen bis zur Lamprechtshöhle. Mit seinen rund 51 Kilometern ist sie eines der größten Höhlensysteme Europas. Gut beleuchtet und mit attraktiven Wasserfällen ist die Höhle mit seinen 70 Metern Höhendifferenz schon einen Besuch wert. Auf zur dritten Attraktion an diesem Tag. Nun nochmal 1,6 Kilometer zur Seisenbergklamm. Diese Klamm fand ich besonders schön. Vor 12.000 Jahren, am Ende der Eiszeit, entstand diese Schlucht auf ganz natürliche Weise. Der Fluss Weißenbach fräst hier über tausende von Jahren das Gestein aus und lässt uns diesen romantischen und beeindruckenden Weg ca. eine Stunde durch die Klamm laufen. Und jetzt geht's zur schönsten Wanderalm Österreichs, wie man sagt, die Almwelt Lofer im Salzburger Salachtal. Vom Ortskern Lofer geht's hinauf über die Mittelstation mit der Loferbahn bis zur Bergstation bei 1350 Metern in die wunderschöne Almwelt.
Zuerst gehe ich zum Marmorsee. 5 Kilometer Rundwanderweg in der schönen Berg- und Almwelt. Und dann liegt er direkt vor mir, der rote Marmorsee. Wunderschön. Zurück am Alpengasthof Schönblick gibt es noch einen Kaiserschmarrn und eine Buttermilch. Von da aus geht es hinauf über die Kechtalm, wo ich auch wieder eine super gute Buttermilch bekomme, bis zum Schwarzeck. Diese Wanderung sollte man wirklich nicht versäumen, schon wegen des wunderschönen Blickes über die Bergkulisse bei 1565 Metern am Schwarzeck der Almwelt Lofer. Ein weiterer Vorschlag zu einer sehr schönen Wanderung wäre der Wasserfallweg. Dazu müssen wir wieder mit der Loferbahn zur Bergstation. Ich laufe den Wegweisern nach, immer den Berg hinab. Kilometer vorbei an schönen Holzhütten und Stallungen. Und schon bald hört man das Rauschen des wilden Baches. Es dauert nicht lange und ich stehe am ersten Wasserfall, der mich in seiner natürlichen Schönheit sofort begeistert. Und so geht es weiter. Immer wieder fallen die Wasser über steinige Kaskaden in die Tiefe. Hier kann man sogar hinter einem Wasserfall laufen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, besonders für Kinder und natürlich auch sehr kühlend bei sommerlicher Hitze. Wie ihr seht, macht dieser Weg seinen Namen alle Ehre, der Wasserfallweg. Angekommen an der Loderbichelalm an der Mittelstation, könnt ihr dann den Rest mit der Bahn wieder zurückfahren nach Lofer. Natürlich kann man den Weg auch von der Mittelstation hinaufgehen, bis wiederum zur Bergstation und dann mit der Bahn zurück. Es wären dann 418 Höhenmeter zu überwinden. Und auch hierzu gibt es wieder einen ausführlicheren Film hier oben, am Ende des Filmes und unten in der Videobeschreibung. Wer im September auf dem Campingplatz Grubhof ist, der kann in St. Martin, 1,3 Kilometer vom Camping entfernt, den Almabtrieb miterleben. Almabtrieb, das Erleben und Bestaunen von Brauchtum und Tradition. Hier in St. Martin bei Lofer, im Salzburger Land. Die Tiere kommen von den Bergweiden des Sommers wieder zurück über den Winter in ihre heimischen Ställe. Jetzt zeige ich euch noch Maria Kirchental. In St. Martin kann man den Wanderweg eine halbe bis eine Dreiviertelstunde hochlaufen oder die kostenpflichtige Asphaltstraße mit dem Auto hochfahren. Maria Kirchental,
ist eine der beliebtesten römisch-katholischen Wallfahrtskirchen im Salzburger Land. Hier spürt man, wie die Natur, die Kultur, die Geschichte und die Gegenwart eine Einheit bilden. Der kleine Ort rund um die 300 Jahre alte Kirche liegt 900 Meter über dem Meeresspiegel, hoch über St. Martin und zu Füßen der Loferer Steinberge. Ein weiterer Vorschlag von mir. 50 Kilometer in südliche Richtung über Zell am See und Kaprun bis zur Talstation Kitzsteinhorn in 911 Meter Höhe. Für 45 Euro pro Person mit Rückfahrt geht es zur ersten Bahn, die uns in 2000 Meter Höhe bringt. Danach nochmal 15 Minuten kann man in einem offenen Sessellift über moosbedeckte Felsen entlang eines Wildwassers auf 2500 Meter zum Alpincenter schweben. Und die letzte ist die Gipfelbahn, die uns über den Gletscher hoch hinauf auf 3029 Meter bringt. In einem großen, modernen Gebäude, der Gipfelwelt 3000, ist man quasi über den Wolken in einem Restaurant, Kino, Ausstellungen und zwei spektakulären Panoramaplattformen mit Aussicht auf die hochalpine Natur der Hohen Tauern und auf 200 Alpengipfel. Ein unvergessliches Erlebnis war dann für uns der 360 Meter lange Tunnel durch den Berg und der Wow-Effekt am Ausgang auf die Plattform. Ein Wahnsinnsgefühl, in dieser alpinen Landschaft zu stehen, auf Augenhöhe mit dem Großglockner in der Ferne. Vier Steinadler kreisten 15 Minuten über unsere Köpfe zum krönenden Abschluss dieses erlebnisreichen Tages. Mein letzter Vorschlag für euch ist eine Fahrt in nördliche Richtung 42 Kilometer zurück nach Deutschland ins Berchtesgadener Land. Gleich mal ein kleiner Stopp im Ort Ramsau für das ultimative Foto, was sicherlich die halbe Welt kennt. Dazu müsst ihr aber über die Brücke direkt ans Ufer des Wildflusses. Der Königssee liegt auch auf der Strecke. Wir gehen aber zum 1834 Meter hohen Kehlsteinhaus. Dazu fahren wir mit unserem Auto bis zum Parkplatz Obersalzberg, der unterhalb des Kehlsteinhauses liegt und der Endpunkt für private Autos ist. Auf dem Gelände kann man sich sehr gut über die dunkelste Zeit Deutschlands, der NS-Zeit, informieren. Ausführlicher auch noch in dem Film Berchtesgadener Land mit dem Link unten unter dem Video. Dann geht es für 17 Euro pro Person in den Bus, der uns bis zum Parkplatz unterhalb des Kehlsteinhauses bringt. Ein Originalaufzug von 1938 bringt euch dann 124 Meter in die Höhe, direkt in das Berggasthaus Kehlsteinhaus. Für uns gab es leider nur den schweißtreibenden Serpentinfußweg von einem Kilometer mit 124 Höhenmeter. Der Aufzug war defekt. Das Kehlsteinhaus, heute eine schöne Berggaststätte mit einzigartigem Ausblick über die Berchtesgadener Bergwelt. Aber andererseits ist das Kehlsteinhaus von 1938 auch mahnende Erinnerung an die Abgründe der menschenverachtenden NS-Diktatur. Es diente Adolf Hitler als Repräsentationsgebäude. Jetzt zeige ich euch als Abschluss dieses reinen Informationsvideos über die Ausflugsziele vom Camping Grubhof noch ein paar schöne Impressionen von der unmittelbaren Umgebung des Campingplatzes. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für euer Interesse, eventuell Daumen nach oben oder auch Abo und Kommentar.
und ich wünsche denjenigen, die Gäste des Grubhofes werden, eine schöne Zeit und viel Spaß und Freude bei den wunderschönen Ausflügen von dort. Und tschüss.